Hallo und willkommen zurück bei Watch Dogs Legion. Ja, wer hat das Auto beim letzten Mal aus Versehen verloren? Ich will jetzt aber auch nicht direkt klauen, deswegen... Hey! Das war ja hier um die Ecke. Laufen wir mal schnell hin. Schade, das war eigentlich ein cooles Auto. Ich musste leider ja die Grafik ein bisschen runterschrauben. Ja, mal, das sieht doch aus wie mein Auto, ne? Kann ich hier einfach einsteigen? Ja, ich habe ein Auto. So, gucken wir mal, ob jetzt wieder diese Ruckler kommen. Mach hinne, Alter. Kann man einen Blinker machen? Also bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Dass nicht diese Ruckler sind. Das war bestimmt der Zusatzdetail gerade. Aber jetzt ist die Performance auch generell ein bisschen besser. Und ich stehe ja da voll drauf, wenn man sich an den Straßenverkehr hält. Die fahren zwar alle auf der falschen Seite. Hallo, du warst auf der Linksabbiegerspur. Was ist denn mit dir falsch? So, ich muss leider hier lang. Ich habe leider keinen Blinker, ne? Das ist ja bei so, bei GTA oder irgendwo war das, wenn du den rechten nach rechts gedrückt hältst, blinkst du nach rechts. Oh, warte, ich hab rot. Vielen Dank. Oh shit. Das Ding hat halt viel PS, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe extra die Beschleunigung was runtergenommen. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier parken. Ist hier ein Parkplatz irgendwo in der Nähe? Hier ist kein Parkplatz. Ja, kein Problem, mal kurz hier hinzustellen, ne? Kann ich Handbremse? Motor aus? Gibt's leider auch nicht, ne? Morgen. Was geht? Moin. Vorwärts. Eigentlich müsste ich permanent gehen, weil das ist total unrealistisch, dass man rennt. Moin, was geht? Ja, schickes Motorrad. Ich habe natürlich noch keine Skills. Ja, aber wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit gehen. Komm, wir beeilen uns ein bisschen. Hallo? Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeit gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Also wenn ich diese manuelle Überbrückung schaffe, gehöre ich zu DedSec? Hallo? Diese Stimme, Alter. Naja. Nicht so, dass das jetzt schwierig ist. Ist ein Tutorial. Dann sehen wir uns später unten. Alles klar. Hast du einen Drink? Was war das denn? Fuck. Jetzt geht's drum. Das ist auch überhaupt nicht auffällig. Das lädt auf einmal viel schneller, finde ich gut. Moin. Was ist das denn? Yo, jemand hier? Ach, scheiße, kein Strom. Ich will den mitnehmen. Jetzt lass mich den mitnehmen. In unserer heutigen Episode von The Upload sprechen wir darüber, wie Bagley es geschafft hat, London zu erobern. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich könnte stundenlang über den Aufstieg des KI-Systems reden. Es ist leicht, seine Ursprünge zu vergessen, so allgegenwärtig, wie es heute ist. Bagley ist einfach fester Bestandteil des Alltags. Bagley ist die Dienst-KI, die in jedem Optikgerät integriert ist. Immer wenn man eine Optik nutzt, ist Bagley zur Stelle. Die KI wird von Blooms Befehlszentrale aus in alle Optics gestreamt. Entwickelt wurde sie von Sky Larsen, unserer Technologieheldin, als Teil ihrer technoutopischen Pläne für die Welt. Warum hat sie sich wohl so schnell verbreitet?
Also mich überrascht es überhaupt nicht, dass Bagley so beliebt geworden ist. Er ist lustig, nützlich, schnell. Ein toller Begleiter, der das Leben wirklich um einiges einfacher macht. Wenn man auf all die Dienst-KIs zurückblickt, die es davor gab, dann können die einfach nicht mithalten. Wenn man Bagley etwas fragt, egal was, bekommt man eine schnelle Antwort und jede Menge Informationen. Ich habe Bagley mal einen ganzen Tag lang alle meine Nachrichten beantworten lassen. Es ist einfach niemandem aufgefallen. Die Mitbewerber konnten Bagley nicht das Wasser reichen. Ihre Antworten waren deutlich schlechter. Sie verstanden einfach nichts. Bagley macht fast immer alles beim ersten Mal richtig. Weißt du überhaupt, warum Bagley seine Konkurrenz tatsächlich besiegt hat? Wie lange geht das noch? Wahrscheinlich an den Daten, oder? Seit BrokerTech sich mit Bloom zusammengeschlossen hat, läuft alles anders. Und dann hört's auch noch auf. Ah, ist mir egal. Ja, das heißt, das Ding war eine Audiodatei oder was? Naja. Ich mache vielleicht mal eine Folge, wenn wir die sammeln, wo wir dann alle mit reinmachen. Hier ist noch einer. Wo wir die dann alle anhören können. Jetzt geht die automatisch. Jetzt muss ich Shift drücken, damit die nicht geht. Aber ich sammle sie trotzdem ein, ne? Die auf dem Weg liegen. Ich höre sie mir aber jetzt nicht an. Da hinten liegt, wetten, da hinten liegt auch noch einer. Oh. Oh ja, das ist echt krass. Ich hätte gerne eine Lampe. Ich wusste doch, die liegen hier überall rum. Das ist so typisch. An sich mag ich das ja. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel, die alle anzunehmen. Da ist die Folge rum. Mach mal extra Folgen für. Wo wir die nur anhören und die kommen dann aber auch gleichzeitig mit einer richtigen Folge raus, würde ich sagen. Ist das ein Hologramm? Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Hey, wenn du ein Problem hast, red mit Sabine. Sie schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Übermenschlich gut. Wir haben hier sogar einen eigenen Ring, aber ich komme hier nicht rein. Ich gucke halt immer so, ob ich noch hier irgendwas dingsen kann. Aber ich sehe halt nichts. Ah, ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London. Dalton Wolf ist tot. Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Sag mal, Bagley, wenn DedSec nicht hinter den Anschlägen steckt, wer dann? Ich habe eine Erinnerungslücke. Nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf.
Muss ich den jetzt finden oder was? Bin ich falsch? Ach, ich bin falsch. Sorry. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Oh shit! Wie bist du rausgekommen? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Die gehen knallhart gegen DedSec vor. Ich bin auf eurer Seite, aber ich will nicht erwischt werden. Wenn du verstehst, was ich meine. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Leisten wir Widerstand. Yeah! Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Dann lass mal sehen. Technik-Upgrade. Ah, ja, okay. Eine Tarnung? Jagddrohnen kapern. Eine DedSec-Pistole. Alter, guck. Warte, ich kann die überarbeiten. Ja, war ja klar. Ich hab doch nur G gedrückt. Hier sind die Waffen. Ja, warte, ich will doch hier. Also ich finde es cool, dass ich die MP habe. Die gefällt mir. Wenn ich G drücke, komme ich hier hin. Aber was kann ich denn? Gerät habe ich noch keins. Daten ist unwichtig. Ja, ich nehme an, wir nehmen den Infiltrationsbot, ne? Kann ich mir nicht leisten. Ich kann mich selber unsichtbar machen. Wir nehmen den Bot. Ich glaube, der ist am nützlichsten. Dann rüsten wir den mal aus. Mir wird hier die ganze Zeit noch was angezeigt. Aber was? Jetzt ist es weg. Ja, Designs kann ich damit kaufen, ne? Aber es ist kein Design, was irgendwie cool wäre. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Was? Na gut, eine Hose bis zum Bauchnabel.
Achso, hier ist der Shop. Können wir mal gucken, was wir hier so haben. Alter, das ist die Muster ändern, finde ich ja cool. So eine Hose will ich in real. Schön Assassin's Creed. Ja, sie ist halt realistisch gekleidet, ne? Ich will da eigentlich nichts unrealistisch machen. Genau, der fehlt eigentlich so eine Brille, Alter. Ja, Maske fehlt heutzutage auch. Gibt's keine Pinke? Ich brauche unbedingt eine Pinke. Die finde ich ganz cool tatsächlich. Ach, das ist es, weil ich es mir gekauft habe. Ne? Passt irgendwie nicht zu ihr. Eigentlich passt keine Maske so wirklich zu ihr. Ich gebe ihr mal die hier. Die gebe ich anderen. Oh, warte, ich habe schon eine andere Jacke. Passt aber nicht zu ihr. Ich will Handschuhe. Wieso? Kann ich nicht. Also hier ist jetzt nichts so, was generell zu ihr passt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir sie einfach so. So ist sie halt total unauffällig, ne? Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DedSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Dann lassen wir uns mal verprügeln. Ja, jawohl. Ins Gesicht, Junge. Ja, schon bestanden. Das war's. Sieg. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Genau so. Jawoll. Wo hat die kämpfen gelernt? War die nicht so ein Promi-TV-Wannabe-Star? Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Boah, das war ein schöner Ausweich. Alter, die ist ja direkt hier Skill, Junge. Ja, guter Aua. Schlag. Jawoll! Da habe ich gerade noch einen kassiert, obwohl ich schon im schwarzen Bildschirm war. Ja, danke. Ja, werde ich doch, Alter. Ich mach dich kaputt. Oh, shit. Greif doch an, Alter. Oh, shit. Hey, ich bin doch ausgewichen. Stirb. Wenn Kampfkunst so einfach wäre. Ausrüstung bereit? Du weißt, wie du dir nicht selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden und ihnen den Tag versauen. Aber für die Laufarbeit brauche ich jemanden, der auch laufen kann. Ich hoffe, du bist soweit. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst...
Ich kann ein Foto machen? Wozu? Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, es tut mir leid. Ich repräsentiere DedSec. Immerhin im Ladebildschirm habe ich 30 FPS. Oh, jetzt kann ich auch selber rekrutieren. Sabine, wo sollen wir anfangen? Eins ist sicher. London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein. Ohne Scheiß. Albion bleibt an der Macht, wenn alle Angst haben, verhaftet oder erschossen zu werden. Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken? Indem wir ihnen zeigen, dass Albion nicht die Lösung, sondern das Problem ist. Dafür brauchen wir Informationen. Ich schicke dir 2 Koordinatensets an deine Optik. Danke, Bagley. Ich sehe 2 Möglichkeiten. Zum einen müssen wir die Albion-Propaganda stören und die Leute daran erinnern, dass Albion keine heilige Kuh ist. Und zum anderen brauchen wir Infos über Albion-Operationen, wenn wir ihre Pläne vereiteln wollen. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Ne, erst mal eintrinken. Hat das was gekostet? Sich zulaufen lassen und Metallteile rumwerfen muss doch irgendwie als Training zählen. Alter, der hat einen Granatwerfer. Und wer der andere? Gasimmun? Ich kann den hacken. Oh, krieg ich ein bisschen Geld. Oh. Alter, ich bin ja direkt angetrunken. Ey, die verträgt ja nichts. Was mit den Ladies? Hey, gut dich zu sehen. Yo, vor ein paar Jahren war ich... Oh, die stellen doch nur meine Geduld auf die... Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann sogar eine Runde spielen, ey, geht ja los. 0 Punkte. Ich kenne die Regeln. Oh Mann, ich werde sowas von verlieren. Boah, was ist das für eine Steuerung? Easy. Kackt. Wieso zeigt er mir eigentlich hier die ganze Zeit das Teil an? Boah, die Steuerung ist echt schwammig. Abschluss muss mit einem Double sein, ja. Boah, das ist echt eine schwierige Steuerung. Oh scheiße, das war letzter Versuch, dann habe ich gewonnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das das Tutorial ist. Sieg! Das war echt sauber! Danke. So, wie kriege ich diese Belohnung? Ach, das war der Trunkenheitsbonus, den ich hatte. Egal, komm, wir machen weiter. Ah, oh, nee, die Folge ist vorbei, deswegen habe ich das hier. Was ist denn hier? Na gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.
Ciao!